unsere CD Viva la Poesia haben wir in einem kleinen Studio in Havanna eingespielt. Wir waren auf einer Tournee dort. Wir sind nicht nach Kuba gefahren, um braun zu werden. Das kann man in Deutschland bei Pegida machen. Sondern wir haben uns anderen Erfahrungen gestellt. Und am Ende kriegt man raus, dass es eigentlich nur daran liegt, dass alles falsch verteilt ist. Irgendwo, wenn man durch die Welt fährt, kriegt man mit, die haben das, was ich haben will. Und ich habe das, was die haben wollen. Eigentlich immer fehlt irgendwo was. Immer sucht man nach dem Glück, immerzu die ganze Zeit. Einen Platz im Boot, einen Pass, einen König, der dich liebt. Eine Reise nach Hawaii. Einen Abend frei und froh. Sommernächte im Februar, ein Geheimnis irgendwo. Hans-Eckart Wenzel war schon in der DDR ein Geheimtipp. Und er ist es bis heute. Seine Fans von damals sind ihm treu geblieben. Neue sind hinzugekommen. Ungeduldig warten sie auf jede CD von ihm und seiner Band. Allesamt exzellente Musiker. Seit mehr als 15 Jahren pilgern im Juni Hunderte zu seinem schon legendären Sommerkonzert nach Kamp am Oderhaff. Ein kleines Woodstock im Norden. Wenzel ist seit frühester Jugend immer unterwegs. Als Sänger und Poet fragt er unaufhörlich nach dem Sinn, den wir unserem Leben geben können. Wenzel schreibt und singt, um die Welt zu verstehen. Da, wo ich bin, arbeite ich immer. Und ich versuche, meine Zeit sozusagen sehr intensiv auszunutzen, weil ich sonst für meine Umgebung unerträglich bin. Wenn ich längere Zeit nicht arbeite, bin ich ein missmutiger, böser, alter, verkreister Arsch. Und wenn ich arbeite, bin ich ein charmanter, junger Mann, der mit allen gut umgehen kann. Wenzel, der gebürtige Wittenberger, ist in Berlin zu Hause. Doch immer wieder packt ihn die Sehnsucht nach dem Norden. Die Landschaft am Meer hat ihn schon in Kindertagen verzaubert, als er mit den Eltern jedes Jahr an die Ostsee reiste und im Sand davon träumte, mit der Luftmatratze die Welt zu erobern. Wenzel, der Matrose, der seine Sehnsüchte auf der Bühne als Dichter und Musiker auslebt. Das Meer hat immer etwas, was einen Grundkern meiner Seele zum Schwingen bringt. Und alle, ich glaube, meine Ironie und mein Witz stammt auch durch die Nähe vom Meer. Weil alle Völker, die sozusagen an den Ufern wohnen von Meeren, haben die höchste Ironie und den höchsten Witz. Die in den Gebirgen, die sind sehr konservativ und fest, weil hier ändert sich nie etwas. Der Berg steht seit Generationen. Aber wenn man am Ufer wohnt, dann kann über Nacht eine Flut kommen und alles vernichtet sein. Das heißt, man hängt nicht so an den Dingen. In der DDR waren es die subversive Komik und der bissige Humor, womit Wenzel seine Zuhörer überraschte. Das komische Duo Wenzel und Mensching zeigte sich im letzten DEFA-Film noch einmal als absurdes Abbild der SED-Diktatur. Am Ende stechen sich beide Clowns so lange gegenseitig die Orden in die Brust, bis sie umfallen. Sein Haus im Norden war für Wenzel schon immer ein Zufluchtsort. Hier holt er sich Kraft zwischen Auftritten und Tourneen. Hier kommt er zur Ruhe. Hier kann er schreiben. In dieser magischen Landschaft entfalten auch kleine Dinge ihren Zauber. Oh, hier ist überall ein schöner Spitzwegerich. Gegen Husten. Ist gut. Thank you.
Stelle, wo die Herbste bleiben. Ich wartete, doch es kam immer kein Besuch. Nur mein Gesicht sah aus den Fensterscheiben. Im Lampenschein gewölbt über ein Buch. Für mich ist das Haus hier immer ein Ort für Freunde gewesen. Es ist so konzipiert, es ist natürlich viel zu groß für mich. Es sind über 10 Zimmer, aber im Sommer stelle ich vielen Leuten, die arbeiten wollen, hier einen Raum zur Verfügung. Die können hier, wenn ich mit ihnen klarkomme, oder lade ein. Und man versucht hier so eine Art, ein kleines Exil zu schaffen. So war es für mich damals in der DDR 77 auch. Man braucht zusätzliche Bezugssysteme. Eine andere Sprache hatte ich nicht, also ich war sprachlich nicht sehr begabt. Also musste ich die Natur oder die Geschichte, die Historie war für mich ein Bezugssystem. Und andere soziale Kontakte. Wenzel genießt den Austausch mit den Leuten um sich herum. Für ihn ist ein Leben ohne Familie und Freunde undenkbar. Dazu gehören Maler und Dichter und natürlich auch die Musiker seiner Band. Diese Nähe gibt ihm die notwendige Bodenhaftung und eine Distanz zur Welt, an der er manchmal fast verzweifelt. Es ist das Land, in dem man lebt, ein Land von unglaublich missmutigen Menschen, die im Grunde reich sind, wenn man die Welt betrachtet, die keine Freude an ihrem Leben haben letzten Endes und einen Neid entwickeln und einen Kampfeswillen in allen Positionen, der eigentlich die poetische Stimme zum Erliegen bringt. Man kann in solchen Welten kann man keine Poesie schreiben. Da saufen irgendwelche 1000 Leute im Mittelmeer ab und im Bundestag wird wochenlang über die Pkw-Maut diskutiert. Also dieser ganze Irrsinn, der ist natürlich etwas, der ist so furchtbar, wenn man den zu Ende denkt, würde ich wahnsinnig werden. Also habe ich die Möglichkeit, einfach mich zurückzuziehen und arbeite einfach. Man muss arbeiten, das ist das Einzige, was einen hilft vom Verblöden. Ab einem gewissen Alter beginnen die Sätze oft mit dem Wort früher. Und wenn ich früher mal verreisen wollte, musste ich immer von einem grausamen Flughafen abfliegen. Am Arsch der Welt. Der hieß Schönefeld. Kein Mensch weiß, wie das Wort schön in diesen Namen hineingekommen ist. Ein grausiger Ort am Ende der Welt. Aber das wollte ich mir nicht länger gefallen lassen. Also haben wir die Mauer eingerissen, damit ich endlich von Tegel abfliegen kann. Aber nun haben fleißige Manager und Politiker so lange an den Verhältnissen herumgeschraubt, dass sie begonnen haben, einen neuen Flughafen zu bauen. Und er liegt wieder in Scheißefeld. Obwohl er nicht mehr so heißt. Er heißt jetzt Bär. Sie schreiben es mit E. Legastheniker. Nur ausgebildet in Betriebswirtschaft. Aber das wollte ich mir nicht länger gefallen lassen, also habe ich Geld gesammelt und Benefizkonzerte veranstaltet und bestochen und bestochen und bestochen, sodass der Flughafen nicht fertig wird. Und er wird auch nicht nur nicht fertig, er wird auch viermal so teuer. Da sind die neuen Bauwerke in Deutschland, the never ending buildings. Ich existiere schon am Rand, das darf man nicht vergessen. Helene Fischer ist in der Mitte. Und Heino, und ich bin am Rand einfach. Das hat mehrere Vorteile, hat einige Nachteile, dass man mehr arbeiten muss. Die Vorteile sind, ich habe keine blöden Fans. Ich muss mich vor meinen Fans nicht verstecken. Ich habe unglaublich intelligente Leute, wenn die mich auf der Straße ansprechen und sagen, ich habe keine Zeit, ist es in Ordnung. Mein Eigensinn hält mich sozusagen am Rand, weil ich mich nicht auf die Normen einlasse, die man gerade wieder festgelegt hat und die sich in 3 Jahren wieder ändern. Und zum anderen glaube ich, dass wenn man im Zentrum ist, der Welt sieht man nichts. Man kann nur nach draußen gucken. Wenn man am Rand ist, kann man in die Welt reingucken. Das ist der eigentliche Punkt. An so einem Rand der Welt, wenn auch mit großartiger Vergangenheit, ist Wenzel geboren. In Wittenberg, der Lutherstadt. Und da wiederum am Rand, im heute eingemeindeten Ortsteil Kropstedt. Wenzel besucht seinen Vater in Wittenberg, einen ehemaligen Kunsterzieher mit der Leidenschaft fürs Malen. Die Mutter lebt nicht mehr. Wenzels Eltern kamen als Flüchtlinge aus dem Sudetenland, lernten sich in Wittenberg kennen und heirateten. Das junge Paar zieht 5 Kinder groß, Hans Eckert und seine 4 Schwestern. Hier
liegen Wenzels Wurzeln als Familienmensch. Die größte Leistung der Eltern, sie haben dem Jungen alle Freiheiten gelassen. Ich meine, wir haben für Eckert habe ich sehr viel gemacht, wirklich. Also nach meinen Dafürhalten. Ich weiß ja nicht, ob sie das anders kennt. Ich habe Klavier geschenkt gekriegt als junger Bursche und habe mir das beigebracht. Und dann, ja, die Literatur, es gab eine große Bibliothek, man konnte alles lesen, man konnte sich Kunstbücher angucken. Ich bin mit Malerei groß geworden, hat mir viel erklärt, was wohl welche, wie man so als Kind Picasso begreift und so. Das ist mir alles sehr früh irgendwie geschenkt worden. Und dann hatte ich ich konnte hier leben wie ein Anarchist. Also ich konnte alles machen, ich bin nie reglementiert worden. Und wenn ich von der Schule Ärger hatte wegen meinen Hosen oder wegen meinen Haaren, dann haben sie meinen Vater angesprochen und er hat gesagt, das ist seine Sache. Im einstigen Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Wittenberg ging er zur Schule. Der wichtigste Ort am Schulhof ist diese Stelle, das ist die Raucherecke. Hier haben wir ab meinem 14. Lebensjahr habe ich hier konsequent mich an Karo versucht und regelmäßig geraucht. Hier wurde alles abgehandelt in der Raucherecke. Hier erfuhr man die nächsten Aufgaben, die nächsten Prüfungsmodelle. Hier erfuhr man, wer mit wem zusammengeht, wo es Gitarrenseiten zu kaufen gibt, wo man eine E-Gitarre bekommen kann. Die anderen, die normalen, sind hier immer in der Pause die Schulrunden gelaufen, immer hier stur, pärchenweise. Und wir standen hier und haben die ganze Sache beobachtet. Hier war der Sportplatz. Hier bin ich 3,20 Meter Stab hochgesprungen, meinen eigenen Rekord hier gemacht. Und ansonsten, ja, es ist der Ort, wo im Grunde wie auf allen Schulhöfen alles ausgetauscht wurde. Die Schule war ja bloß sozusagen Anlass, um sich zu treffen, um dann eigentliche Sachen zu bereden. Noch heute überwältigt der wilhelminische Bau. Für Wenzel eine bleibende Erinnerung. Wir befinden uns hier in der Aula des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums zu Wittenberg. Hier habe ich mein Mathe-Abitur geschrieben, mein Russisch-Abitur, mein Deutsch-Abitur. Hier habe ich mit meiner Band gespielt. Hier haben wir geprobt. Hier haben wir Verwarnungen bekommen, wenn wir uns nicht ordentlich benommen haben. Dann stand hier der Direktor und wir saßen unten und wurden eingewiesen. Und immer, wenn irgendwas Mist lief, dann las man den Spruch, ich bin hindurch. Und der hat immer geholfen, dachte, es geht immer irgendwie weiter. Schon in der Schule nimmt man Wenzels poetische Ambitionen wahr und bedenkt das junge Talent mit Auftragswerken. Ich habe zum Frauentag Gedichte geschrieben. Er hat mir gesagt, schreib ein Gedicht zum Frauentag. Natürlich habe ich das gemacht. Schreib ein Gedicht zum Tag der Nationalen Volksarmee. Natürlich habe ich das gemacht. War so 4., 5. Klasse. Und ja, habe viele Sachen geschrieben. Und dann kam ich irgendwann zu dem einzigen in der Stadt lebenden Schriftsteller Hans Lorbeer. Und dann zeigte ich ihm meine Gedichte, die ich als Auftrag geschrieben habe. Und die hat er mir um die Ohren gehauen und hat gesagt, das ist großer Mist. Mach nicht so eine Scheiße. Schreib doch das, was dich interessiert. Und dann war ich sehr geknickt, weil ich dachte, Mann, das ist doch ein politischer Dichter gewesen und jetzt findet er deine Frauentagsgedichte scheiße. Und dann hatte ich noch ein Gedicht über meinen Teddybär mit und dann hat er gesagt, na, das ist doch wenigstens Poesie. Und da war dann so eine ganz komische Weichenstellung, die dann damit eingesetzt hat für mich. Mit Wenzels Haar wächst auch sein Selbstbewusstsein. Nach dem Abitur zieht es ihn aus der Provinz nach Berlin. Er studiert Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität und findet bei einigen Dozenten zum Glück großzügige Förderung. Ich habe das Studium angefangen, um Künstler in Berlin zu werden und dachte, nach 2 Monaten breche ich ab und werde Friedhofsgärtner und Kellner und dann schreibe ich meine endgültigen Werke und schreibe mich in die Ewigkeit ein. Und dann merkte ich nach ungefähr 2 Monaten, wie blöd ich eigentlich bin, was ich alles nicht weiß. Und dann habe ich angefangen, richtig ernsthaft das Studium anzunehmen und studiert und hatte sehr, also unglaubliche Personen, die mich geschützt haben, wenn es politisch Ärger gab. Die haben mir auch die Freiheit gegeben, wenn ich gesagt habe, ich will jetzt was schreiben. Ich komme ein Vierteljahr nicht in die Uni. Dann haben gesagt, okay, dann mach das, aber du musst alles nachholen, die Prüfung musst du machen. Also so eine Liberalität war da. 1976 sammelt Wenzel unter dem Dach des Liedertheaters Karls Enkel Gleichgesinnte aus Folk und Rock um sich. Die italienische Commedia dell'arte wird ebenso wiederbelebt wie das politische Kabarett der 20er Jahre. Die Hammer-Revue ist geboren. Eine wilde Mischung unverwüstlicher Kleinkunst mit Elementen von Schuberts Winterreise,
Chaplins Clownerien und Fellinis Fantasien. Mit einer gewissen Unbedarftheit war das im Grunde der Dreher in der Kunstszene der DDR weg von der Loyalität hin zu so einem zirzensischen, dadaistischen Konzept, was man sozusagen gesagt hat. Nach dem Marx-Satz, man muss die Verhältnisse zum Tanzen bringen und man darf sie nicht entschärfen. Man darf nicht versuchen, die Widersprüche erträglicher zu machen. Nee, man muss sie schlimmer machen, damit sich was ändert. Und Wenzel der Clown findet einen Partner, mit dem er jahrelang tourt. Steffen Mensching. Die beiden scheinen wie füreinander geschaffen. Der lange Wenzel und der kleine Mensching. Die Reinkarnation einer Dada-Attacke. Habe nun Philosophie, Juristerei und leider auch die Theologie studiert so manche Jahr. Hier sitze ich nun mit düsterer Miene und baue mir eine Duschkabine. Faust! Faust, teurer Freund! Welche Stimme höre ich da? Bist du des Pudels Kern? Man nennt mich Mephistopheles. Ich komme zu dir, bin arg im Stress. Verschwinde, verschwinde, ich erfinde gerade ein Gewinde. Faust, teurer Freund, schau er in seine Hose und siehe diese Rose. Sie ist sehr lieb und tugendreich und etwas metallisch auch zugleich. Wer ist dies Angesicht? Oh, sprich, mein Freund. Oh, schön ist sie wie Nofretete, doch nennt sie sich ganz einfach Grete. Ach, du siehst, ich brauche sowas nicht. Ich brauche für meine schmutzige Angemine, verstehst du? Nur eine Duschkabine. Ich glaube, ein Sumpf zieht am Gebirge hin. 1986 erscheint Wenzels erste Langspielplatte, die mit einer goldenen Amiga ausgezeichnet wird. Und er darf seine despektierlichen Lieder sogar im DDR-Fernsehen singen. Noch kann ich das Laue hassen, mich vom Schnaps verbrennen lassen. Kann noch nach den Sternen sehen, kann noch mit dir schlafen gehen, kann noch dunklen Kaffee kochen, bin noch nicht geknickt, zerbrochen. Kann noch nach dem Meer mich sehnen und mich über Brücken lehnen, bin noch ungern untertänig, buschig ist mein Haar, ist strähnig. Doch mit der SED-Diktatur ist nicht zu spaßen. Hans-Eckart Wenzel als Mittelpunkt der künstlerisch-kreativen Kleinkunstszene weckt das Interesse der Genossen von der Staatssicherheit. Dann wurde mir gesagt, ja, dass ich wahrscheinlich exmatrikuliert werde, wenn ich nicht für die Sicherheit arbeite. Ich arbeite nicht für die Sicherheit. Es gibt einen Satz von Anton Tschechow, den meiner Lieblingssätze ist. Ich schreibe alles außer Denunziation. Wenzel hängt an der sozialistischen Utopie. Als aber die Zustände in der DDR für viele immer unerträglicher werden, fordert er mit anderen intellektuellen Reformen und eine grundlegende Demokratisierung der Gesellschaft. Komme wirklich neuer Mann an das große Ruder ran und dann fängt es an. Als 5 Tage später die Mauer fällt, erlebt Wenzel die neue Freiheit mit gemischten Gefühlen. Den Egoismus als Staatssystem, den habe ich nie, hat mich nie interessiert. Ich habe auch 1988, als ich große Schwierigkeiten mit der Veröffentlichung hatte in der DDR, eine Platte lag, ein Buch lag, mir ging es gesundheitlich sehr schlecht, bot man mir an, mit einem Pass in die Bundesrepublik auszureisen, und das habe ich abgelehnt. Ich habe gesagt, da will ich nicht hin. Und ich bin nach Nicaragua gefahren, habe da in einem deutschen Krankenhaus als Krankenwagenfahrer gearbeitet und dann da auch Theater und Musik gemacht. Bin sozusagen in die Welt. Ich wollte nicht in diese andere Provinz, was das Gleiche ist wie die DDR, nur eben reicher und egoistischer. Und ich ging für mich alleine und es stapften meine Beine über den Kiesweg. Und ich schwieg, weil ich dich in Kummer brachte.
letzter Mond am Weg blöd sagte und die Stare schrien im Ried. Alles leer und nichts betörte, nur dem Augenblick gehörte ich, sonst keinem dir, nicht mir. Müssen uns wie Mond verschenken, nicht an übermorgen denken, dachte ich, nur jetzt, nur hier. Hans Eckart Wenzels Produktivität zeugt von ungehemmtem Schöpferwillen. Mehr als 35 CDs, zahlreiche Gedicht- und Erzählungsbände, dazu die vielen Bühnenprojekte und Auslandsgastspiele. Eines führte ihn jüngst nach Kuba. Aber ich hatte mal den großen Wunsch, mit der Band dahin zu fahren und da im Studio zu arbeiten. Das heißt, also die musikalische Atmosphäre auch aufzunehmen, dass man eben anders ist dort, anders musiziert, andere Sachen wichtig sind. Und das hat diesmal geklappt, und mit kubanischen Musikern zusammenzuarbeiten. Diese Übereinkunft ist für mich immer wichtig, die Welten zu wechseln und andere Einflüsse zuzulassen. Sonst endet man wie die ganzen deutschen Unterhaltungskünstler, die sich für den Nabel der Welt halten und eigentlich nur Imitatoren sind, schlechte. Ich glaube viel über das ich das staune. Es ist einfach eine höhere. Sag mal, ein höheres Glück im Alltag der Menschen, obwohl sie weniger haben, eine andere Fokussierung des Lebens, was mit dem Wetter auch zusammenhängt, aber auch mit der Unverbissenheit und mit dem Nicht-Vorhandensein einer preußischen Tradition, die bei uns natürlich Deutschland geprägt hat und jetzt Europa sogar prägt, ja, indem man selbst die Griechen zu Preußen erziehen will. Wenzels Leben ist voller Überraschungen. Nora Guthrie, die Tochter der amerikanischen Folklegende Woody Guthrie, erlebt Wenzel in Berlin. Daraufhin lädt sie den deutschen Liedermacher ein, das Archiv ihres Vaters zu sichten. Das Ergebnis: das Album Tiki Tok und eine Einladung in die Music City Nashville. So we worked for a year and a half and we just came out with a new CD called Tiki Tok. Please welcome Wenzel und Band. Ich habe zu dem großen Festival zu Woody als erster Deutscher in Nashville in Grand Ole Opry spielen dürfen. Wir hatten ja Gibson einen knallroten Flügel auf die Bühne gestellt, weil der Einzige, der darauf gespielt hat. Es war schon ein sehr erhebender Eindruck für so einen kleinen Provinzhasen, der immer nur zwischen Wittenberg und Berlin hin und her gefahren ist und plötzlich in die Welt kommt. Little hand, big hand, long hand, short hand, rich man, poor man, tiki tiki tok. Our hand, minute hand, fast hand, slow hand, rocker man, gambler man, tiki tiki tok. Tiki 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 tok, tiki 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 tok, time is gonna get you, tiki tiki tok. Tiki 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 tok, tiki 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 tok, time is gonna get you, tiki tiki tok. Eine Aufnahmesession als Event. Zur Produktion seiner neuen CD hat Wenzel seine Fans ins Studio eingeladen. Ein Abend lebendigen Musizierens, anregend für Musiker und Publikum. Wir machen zusammen eine Studioproduktion. Das heißt, Sie sind mittendrin, Sie sitzen in dem Raum oder können in den Regieraum gehen. Es wird so sein, dass wir einen Titel vielleicht einmal spielen, vielleicht dreimal, wenn er uns nicht gefällt. Sie können rausgehen, wir machen. Es wird gegrillt, man kann draußen im Garten sitzen. Man kann reinkommen, sich mal ein Lied anhören. Sie sind alle dabei, während wir die CD produzieren. Und es ist ein bisschen die Idee, dass man vielleicht für Menschen anders spielt als für Maschinen, sodass, wenn Sie da sind, uns vielleicht anlächeln, vielleicht unterstützen.
Das ist Wenzel, wie er leibt und lebt. Musiker, Poet und zeitweilig ein glücklicher Mensch. Wenn Arbeit und Leben ineinander fließen, dann ist alles in Ordnung. Ich mach's ja für andere Leute und nicht für mich. Ich fühle mich als jemand, so wie früher haben sich die Stämme eingehalten. Der hat Faxen gemacht und hat gesungen. Ganz einfach, da so ist die Kunst entstanden. Die anderen haben gearbeitet und haben gesagt, so, weißt du, damit es abends nicht langweilig ist oder wenn ich traurig sind, singst du uns was vor. Das ist der Funktionszusammenhang von Kunst. Und ich bin in dem Sinne, fühle ich mich als Volkskünstler. Ein Großteil meiner Lieder schreibe ich für irgendjemanden, die ich jemandem schenke, weil ich irgendwie meine Nähe zu ihm ausdrücken will oder meine Trauer. Und ich verschenke mich auch meinem Publikum letzten Endes, weil ich verbrenne mit voller Kraft immer. Und das ist so ein schönes Arbeiten. Das ist etwas, wenn man mehr zurückkriegt, als wenn man sich schonen würde und das mit halber Kraft fahren würde. Welcher Idiot macht so einen Abend von 17 Uhr bis halb drei für 20 Euro Eintritt? Das ist, da wird eigentlich schon von einer Nervenklinik behandelt, eigentlich. Im reifen Alter, meine Sehnsucht hetzt die Eile meines Herzens Stadtverwalter, klagt schon über Langeweile. Machtlos spreizen sich die Fürsten, saure Tage, saurer Regen, Banker sich den Anzug bürsten, Säufer liegen an den Wegen, straff gespannte Schlagerschlampen wackeln mit dem Hintern wacker, in den Kneipen glühen die Lampen, in den Augen das Geflacker, noch ein Viertel, Herr Betäuber, letzte Runde, dann heißt zahlen, das Finanzamt liebt die Räuber, die Exzeme glühen und strahlen. Halte dich von den Siegern fern, halte dich tapfer am Rand. Jedes Tier hat das Leben gern und jedes Meer einen Strand. Schulden steigen, Sterne fallen, nur die Hühner legen Eier. Doch vergiss nicht, bei dem allen auf unserer Fahne hockt ein Geier. So sucht Wenzel weiter unbeirrbar nach Möglichkeiten des Glücks in einer unübersichtlicher werdenden Welt. Natürlich ist es das, der Überdruss an den politischen Verhältnissen immer, der ist es auch jetzt, wenn ich sing's ja jetzt noch, ist er ebenfalls da. Und es ist der Überdruss, gleichzeitig ist es diese nicht vorhandene Parallelität von Freude und Trauer, die sozusagen immer unser Problem ist. Der eine ist traurig und der andere lacht. Also es ist, in diesem Bild steckt ja sozusagen ein Unfrieden, letzten Endes ein kleiner. Und das hat, glaube ich, auch mit der menschlichen Gattung, mit den Beziehungen zu tun. Alle Lieder sind bei mir Liebeslieder, letzten Endes. Also selbst die politischen. Feins Lieb, komm, stirb mit mir ein Stück. Sieh müd, die Blätter schunkeln. Wir drehen das Jahr doch nicht zurück und sehen uns nicht im Dunkeln. Lass in dem Kommen bleiben gehen, zertanzen uns die Schuh. Ich will noch so viel Himmel sehen und du lachst dazu.